Von Puttgarden geht es hier nach Großenbrode auf dem Festland und da stehe ich jetzt auf dem Stellplatz in Großenbrode und auch die Strandpromenade und der Strand ist hier sehr schön, sodass man sich hier auch ein paar Tage aufhalten könnte. Guten Morgen Deutschland. Ich stehe hier jetzt in Rheinfeld auf dem kostenlosen Stellplatz. Es war gerade 7:30 und ich werde geweckt durch Klopfen am wildes Klopfen am Van. Ihr Auto macht ganz starke Abgase, man kann gar nicht atmen. Eine Frau meckerte darum und ja, willkommen in Deutschland. mache ich mir natürlich auch ein bisschen Sorgen drüber. Meine Truma-Heizung, jedes Mal, wenn die anspringt, trotz regelmäßigen, alle 3-wöchigen Freibrennen, qualmt die beim Start und stinkt fürchterlich nach Dieselabgasen. Da muss ich wahrscheinlich mal nachgucken lassen. Ich hoffe nicht, dass das auch wieder so eine Geschichte ist, wo die Brennkammer und der Stab ausgetauscht werden müssen. Es gibt da zwar ja den Trick, den der Jens von Van Americana gesagt hat, mit starten und dann ausschalten und 10 Sekunden warten und neu starten. Das nützt natürlich nichts, wenn die Heizung durchläuft, ausgeht und dann irgendwann wieder angeht. Und dann fängt sie nämlich wieder an zu stinken und zu qualmen. Das ist überhaupt nicht schön. Das verleitet mich noch mehr dazu, immer mehr frei zu stehen, wo keiner drumherum ist und keine Stellplatznachbarn sind. Das war nicht die Stellplatznachbarn, da war irgendeine Spaziergängerin, die hier gerade vorbeikam. Okay. Also soweit zu meiner Truma-Heizung und zu Meckerei in Deutschland. Heute am Dienstag bin ich hier in Rheinberg auf einem kostenlosen Stellplatz. Darf man für 3 Nächte stehen. Hier ist ein großer Mülleimer, Bank- und Tischkombination. Das sind 5 breite Plätze nebeneinander. Hier gibt es 3 Toiletten, eine Behinderten-, eine Damen- und eine Herrentoilette. Da muss man 50 Cent reinschmeißen in den Automaten und dann kann man die Tür öffnen. Hier ist eine Sani-Station, wo man dann die Toilette entleeren kann. Super, da kann ich ja dann meinen Urinkanister rein leeren. Hier ganz in der Nähe ist der Herrenteich, ein kleiner See, so ungefähr 1,3 Kilometer lang. Aber da kann man dann wunderbar dran spazieren gehen. Hier regnet schon die ganze Zeit und wir sind gerade eben spazieren gegangen. Heute Morgen. Wird der Regen auch nicht aufhören heute, soweit ich das in dem Wetterradarbild gesehen habe. Und deswegen ist der Tommy, ja, du bist ganz nass, ne? Sieht ein bisschen strubbelig aus jetzt. Ja, naja, es trocknet aber auch wieder. So, nachdem ich jetzt hier heute Morgen angemeckert wurde, weil meine Dieselheizung stinkt und qualmt von einem Spaziergänger,
Aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt weiterfahre. Ich fahre jetzt zu Plan B. Und zwar die Firma, die Markisenstoffe herstellt. Und da will ich mal gucken, ob das reicht, wenn da nur der Stoff gewechselt wird oder ob die Markise sonst noch einen Schaden hat. Aber das berichte ich euch dann. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Das ist 15 Minuten von hier weg. Wir sind jetzt hier in Rheinfeld und war total ruhig die Übernachtung. Man konnte auch ganz gut spazieren gehen am See entlang. Und ja, jetzt fahren wir weiter. So, ich bin jetzt hier bei Plan B, dem Planen-Profi, der aber auch Markisenstoffe macht. Und da wollen wir jetzt mal schauen, ob der Austausch der Markise reicht. Ja, leider regnet es gerade wieder. So, Plan B macht ganz, ganz viele Sachen mit Planen. Fertige für Gartenmöbel und ja. Tabs etc. Hier so ein Trolley mit Planstoff. Auch toll, den man sogar auf den Rücken schnüren kann. So, wir haben jetzt gerade gesehen, hier der Arm hat einen Knick. Müsste also getauscht werden. Alles andere, außer dem Stoff, scheint ja wohl einigermaßen intakt zu sein. Aber einen Arm kriegt man noch. So, jetzt haben wir, ja, leider der Gelenkarm ist verbogen, wie ihr gesehen habt, und muss neu, der eine, ist aber alles zusammen billiger, als wenn ich nur das Tuch tauschen lasse beim Wohnmobilhändler. Der bestellt jetzt den Gelenkarm, das ist aber leider, ist der im Moment nicht lieferbar. Also frühestens Ende des Monats. Wir haben jetzt einen Termin für den 8.10. gemacht. Dann muss ich hier wieder hin und dann machen wir Gelenkarm tauschen und neuen Stoff drauf. So, jetzt bin ich hier nach Lübeck reingefahren. Hier gibt es einen Waschsalon mit ganz vielen Maschinen. Einige leider außer Funktion. Aber hier kann ich dann endlich meine Wäsche waschen. Und auch trocknen. Heute nach dem Plan B bin ich bis Hamburg gefahren und musste sowieso bei Hamburg vorbei und stehe jetzt hier auf einem Parkplatz am Badesee. Rechts ist ein Schrebergartenverein anscheinend und da hinten ist dann der Badesee. Und ja, das ist der Parkplatz davon und da stehe ich jetzt, da kann man bestimmt ganz gut übernachten. War auch aus Park for Night oder in Park for Night beschrieben als Parkplatz zum Übernachten. Ich war vorher an zwei anderen Plätzen, aber der eine war fürchterlich matschig und viel Pfützen, der andere war ziemlich laut, weil die Brücke über die Elbe von der Eisenbahn da war und das war ziemlich laut, wenn die Züge darüber donnerten. Und hier ist das Restaurant Leuchtturm. Ja, kann man bestimmt gut essen. Und ein Bierchen trinken oder
und bei Wärme und Wetter auf der Terrasse sitzen, direkt am See. Heute am 12.09., einen Tag bevor ich den Ölwechsel machen lassen kann, hier in Bremen, bin ich hier in Bremen, direkt hinterm Deich auf einem großen Parkplatz und ja, kann man super schön stehen, direkt an der Weser und in der Nähe vom Zusammenfluss von Weser und Lesum. Die Lesum ist der Fluss, der kommt da hinten vor den weißen Häusern rein und fließt dann in die Weser. Da hinten ist auch die Fähre, die jetzt gerade wieder losfährt, über die Weser, Autofähre, so wie es aussieht. Ja, richtig toll. Wetter ist auch einigermaßen, gefällt mir ganz gut. Ja, hier kann man es aushalten. Hier gibt es zwar noch einen Stellplatz in der Nähe, aber da bin ich heute Morgen vorbeigefahren, der ist sehr eng, dunkel, viele Bäume, ein bisschen matschig, also nicht so richtig toll. Der hat zwar auch Fähr- und Entsorgung, aber keinen richtigen Schacht, um Wasser abzulassen, also hat mir nicht gefallen. Tommy ist gerade auch mal wieder abgehauen, indem ich ihn, er hatte sich ein bisschen vertüdelt an dem Kabel vom Solarpanel. Und dann hat der erstmal Phasengeld gegeben, ist hier eine ganze Strecke entlang des Deiches gerannt. Und ich habe ihn auch nicht mehr gesehen, aber 5 Stunden später war er wieder da. Ja, also kommt immer wieder. Heute Morgen 7 Uhr. Alles nebelig hier. 7 Grad. Jetzt September. Mitte September, aber 7 Grad, was soll denn das? Ist ja viel zu kalt. Ich will ins Warme. Ihr Ziel erreicht. Danach haben Sie Ihr Ziel erreicht. Wir doch noch Schiffe gucken hier heute am zweiten Tag auf dem Parkplatz an der Weser. Ich bleibe jetzt heute noch hier, schneide mein Video zu Ende und dann geht es morgen weiter Richtung Süden.
So, gerade Besuch angekommen. Schauen wir mal. Da ist er ja. Da ist er ja. Hallo Carlo. Hallo Thomas. Soweit der letzte Teil meiner Nordland-Tour, die ich ja leider abbrechen musste. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer Infos über neue Videos, die ich rausbringe. Nächsten Sonntag weiß ich noch nicht, ob ich dann noch ein Video veröffentliche, weil ich habe im Moment nicht mehr allzu viel, was ich euch zeigen könnte. Aber demnächst geht es dann auch wieder nach Südeuropa. Seid gespannt darauf. Ich sage dann für jetzt Tschüss, euer Thomas von Falter Vanlife. Tschüss.